Die Materialien, die wir heute vorgestellt haben, sind didaktische Materialien zur Verwaltung im Nationalsozialismus. Das richtet sich in erster Linie an Angestellte der Verwaltung, also Nachwuchskräfte der Stadtverwaltung, dass sie mitnehmen können, dass die Verwaltung im Nationalsozialismus, das Verwaltungswesen, eine stabile Stütze des Nationalsozialismus, der NS-Diktatur gewesen ist. Das sind 5 Mappen. Die beschäftigen sich mit jede Mappe mit einem Amt. Das ist dann zum Beispiel das Gesundheitsamt, das Finanzamt, das Bau- und Liegenschaftsamt oder die Reichspostdirektion und eine allgemeine Mappe, die sich mit der Gleichschaltung der Verwaltung beschäftigt. Da kann man auf jeden Fall das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtums nennen. Dadurch wurden vermeintliche Regimegegner oder Personen, die unangepasst waren in der Verwaltung, ausgeschlossen oder auch entlassen, in ein niedriges Amt versetzt. Ein Beispiel ist Ernst Schumm. Er ist Sozialdemokrat. Er bekommt ein Schreiben, eine Erklärung und soll der Partei NSDAP beitreten. Er sagt, behalten Sie Ihr Parteibuch, ich behalte meine Besinnung, und wird deswegen entlassen. Ein anderes Beispiel für die Diskriminierung und Verfolgung in der Verwaltung ist das Finanzamt und dort die antisemitischen Maßnahmen. Zum Beispiel dass die Reichsfluchtsteuer, die bereits vor 1933 eingeführt wurde, aber im Nationalsozialismus als sogenannte Sondersteuer für die jüdische Bevölkerung eingerichtet wurde. Die Stadt Düsseldorf ist eine der größten Ausbilderinnen hier in der Region. Wir haben jedes Jahr über 500 Auszubildende oder auch Studierende, die neu zu uns kommen. Und diese Personen, die über Jahre und Jahrzehnte die Stütze der Düsseldorfer Verwaltung bilden, werden direkt von Anfang an zu sensibilisieren für ihr Tun, ist uns ganz wichtig. Denn effiziente Verwaltung gibt es nicht nur bei uns, sondern es gab sie leider auch in der Zeit des Nationalsozialismus. Viele Verwaltungsprozesse haben ineinander gegriffen, um Unrecht am Ende des Tages zu produzieren. Und das ist etwas, was wir unseren jungen Auszubildenden direkt von Anfang an mitgeben wollen, dass sie eben ihre Tätigkeit reflektieren, dass sie sich bewusst sind, wie wichtig sie sind, auch um Demokratie in diesem Land stabil in den nächsten Jahrzehnten weiter zu formen.